Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei Kettle Kurz. Ja, ich mache jetzt die Aussaat fertig und dann ist das erste Arbeitsstück erledigt. Ja, ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Hoffe, ihr habt die Feiertage gut verbracht. Ich denke mal, ich hoffe auch. Und ich sehe mal jetzt, dass ich sie fertig kriege. Und zwar die kleine Ecke noch so machen. Die müssen wir hier anfangen, damit wir die kleinen Ecken auch hinbekommen. Oder ich gehe jetzt manuell, mache jetzt mal den automatischen Modus raus und fahre mir jetzt mal in die Richtung, ne? Und zwar hoffe, dass wir die Aussaat hinten hinkriegen. Nö. Gut, dann mal kurz die Runde drehen. Ich weiß jetzt nicht, warum man das nicht gemacht hat. Keine Ahnung. Schauen wir mal gleich. Ja, ich habe hier ein bisschen mal geguckt. Der Rechner kocht schon wieder. Er hat wohl gegruppert. Wow. Nur ist das hintere Teil auch runtergegangen. Mal kontrollieren. Ne. Immer nicht. Eins. Jetzt geht's. Ich habe mir hier noch mal B gedrückt. Mal hochnehmen. Na, ja, müssen wir alles machen. Ne? Nutzt ja all nichts. Jetzt haben wir wieder Verlust bei der Ernte, wenn wir Streifen nicht gemacht haben. Hier ein bisschen doppelt die Aussaat machen als zu wenig. Ne? Sagen wir so. Doppelt auch nicht in die alles, ne? Weil zu viel Platz noch ein Fleck sind. Aber das dürfen wir schon noch. Machen, ne? So, jetzt geht los. Diese kleine Ecke muss ich machen. Das ist ganz wichtig. Naja, bisschen Eier, ne? So. Das ist ein bisschen zu. Muss noch nachgewendet gemacht werden, dann kommt noch zu. Also bin GPS verwöhnt. Hier in dem Fall bei Kettle und Kopf. Verwende ich ein LS ja nicht. Da habe ich ja meistens Coldplay. Und so mal der Helfer ist auch ganz optimal. Also kann auch ganz gut fahren. Aber hier hast ja sowas nicht wie, ne? Muss man höchstens einen Fahrer direkt einstellen. Das wollen wir noch nicht. Das sind ja auch Kosten. Ich schätze mal, die werden wir uns einsparen. Na, wenn wir jetzt rauffahren, ob wieder eine Meldung kommt. Na, die war nicht drauf. Also die Wiesen sind eigentlich neutral. Passt. So. Dann müssen wir gleich wieder rausfahren. Dann haben wir das die Ecke auch fertig. So. Wir haben noch genug Dünger, genug Saatgut. Jetzt machen wir gleich mal die zwei Nachgewände. Das werden wir jetzt wieder voll mit GPS machen. Und zwar P drücken und dann können wir es mal einstellen. Und Lenkung. Und ich muss es drehen. Und zwar. Und dann ein bisschen anpassen, ne? Das dürfte passen. So. Kurs und automatisch. Dann
geht es wieder runter und mit T Gas. So ist es mal richtig gemacht, denke ich mal, dass man das hinterher nochmal auflockert ein bisschen, ne? Und dann die Aussaat dann durchführt. Weil im Grunde, es wird immer wieder gewendet auf dem Acker. Und dadurch wird es oft festgefahren und darum ist es sinnvoller. Wir machen das nachher normal. Also die Feinarbeiten am Rand. Sonst ist es einfach so, dass man immer wieder die Spur reinfahren würde. Das wäre schlecht. Und da muss ich ein bisschen breiter gehen. Na gut. Da müsste ich manuell nacharbeiten. Hat auch nur ein bisschen üben. Das ist nicht ganz einfach. Ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen munter geworden. Anführungszeichen. Ich habe mich dann noch entschieden, ja, ein halbes Stündchen aufs Ohr zu legen. Ich war irgendwie total weg. Also, befürchte, dass ich heute Nacht nicht einschlafen kann. Das ist die nächste Sorge, aber gut, darüber machen wir später Gedanken. So. Wow und TT. Da müsste man am besten rückwärts auffahren und dann runterfahren, ne? Noch mal probieren nachher. Ja, hier ist im Frühling die Aussaat. Pünktlich im April. Na gut, das Spiel hat an den Tag gestartet. Von daher, ich denke mal, wir könnten auch im März Aussaat betreiben. Für Sommergerste, sobald der Boden dazu in der Lage ist. Anfrierende Frost müsste raus sein und idealerweise nicht zu nass. Ne? Wenn jetzt viel Schnee und Regen gefallen ist und der Boden verklebt bei besonders schweren Böen, Lehm und so, könnte es sein, dass man da die Aussaat nicht so hinbekommen würde. Ist alles weg verschmiert. Aber da kennen sich ja die Fachleute besser aus. Hier wird das Ganze auch nur simuliert, mehr oder weniger. Das so nah wie möglich zu gestalten. So, also realismusnah. Ja, die Geräte sollen jetzt hier kaputt gehen oder zumindest Verschleißteile sein. Muss ich mal schauen, ne, ob das so hinkommt. Sieht ja schon so mal ganz gut aus. Ja, mal schauen, wie man mit dem Dünger hinpasst. Wir müssen ja noch einen Düngerstreuer kaufen. Ein Feststoffdüngerstreuer. Weil den möchte ich schon noch einmal nachgeben, ne? Also wir müssen aber die automatischen Lenkung ausmachen. Sonst, wie gesagt, dann spinnt er. Oh, sehe ich schon schwarz. Das sind nicht so lenken wie gewünscht. Aber ich möchte keine komplette Bahn machen. Ja, Sonntag heute, ne? Ja, ich komme mit den Tagen durcheinander mit LS und Kettle im Kopf. Vor allen Dingen dann, wenn es darum geht, gewisse Wünsche zu äußern oder ja, ne? Zum Beispiel für den Advent habe ich vertauscht. Da war schon Dienstag am LS. Ja, gut. Ich glaube, bei Weihnachten die glaube ich richtig. So. Hoffe jedenfalls. So. Ja, es ist ein bisschen ungünstig, dass man hier mit ein bisschen Gras reinfahren muss. Ob das so ideal ist, weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht. Aber ja, 82 Grad. Ja, Prozessor. Kann man jetzt nicht sagen, Temperatur. Gut. Nicht so optimal.
Ich höre keinen Ton. Hört ihr Ton? Der flippt kurz aus. Auf den Ton da hat. Das wäre nicht so gut. Muss ich gleich mal für mich mehr suchen. Auf Fehlerursache begehen. Also eigentlich ist der Ausschlag da. Bei mir höre ich nichts. 1, 2, 3, 4. So, okay. Wieder einschalten. Und automatisch. Wir müssen ein bisschen drehen. Wir müssen die andere Richtung nehmen. Das wird äußerst ungünstig, wenn ihr keinen Ton habt, ne? Aber da muss ich gleich noch prüfen. So. Okay. Ich muss nach vorne fahren. Sonst sehe ich die Pfeile nicht. Nach oben schalten ein bisschen Richtung Wiese zu gehen, das ist okay. Dann lasse ich mal so. Ja. Oh, und TT. Gas gibt's. Gas geben. Ja, es klappt. Prüfen. Kontrolle machen uns. Kriege ich erst zum Schluss mit. Wenn ich jetzt Eier braten wollte, könnte ich es machen auf der Grafikkarte. Na gut, 80 Grad. Jetzt zeigt er mir an. 82. Heftig. Aber kein 100%, ne? Aber immerhin. knappe 80% Auslastung. Naja. Die haben mir was geschrieben von Optimierung von Kern. Ich sehe nur einen Kern, der aktuell extrem stark belastet ist. Die anderen sind, naja, teilweise belastet. Also da ist auch noch nicht ganz alles in Ordnung. So. Was ist hier nur so Ressourcenfressen, ne? Na gut, es kam ein neuer Patch. Kann damals zusammenliegen, ne? So, Junge, vorwärts fahren. Schauen wir mal, dass wir alles mitkriegen. Ansonsten müssen wir noch einmal drüber fahren. Ja, das wäre nur eine Ecke, ne? Da habe ich ein bisschen, ja, zweimal Prinzip zu wenig gemacht. Na gut, ist halt so. Jo. Ich überlege, ob ich noch ein Fell kaufe oder erstmal in die Haie gehe. Saatgut reicht ja noch ein bisschen aus, Dünger, naja. Also ein 4 Hektar Stück Land oder 3 Hektar Land könnte man auch gut aussehen. Ich würde ja Mais machen, aber Mais kostet wieder extra Gerätschaften und das ja, ist finanziell nicht möglich. Aber ich mache die Bahn auch fertig und dann ist gut, dann haben wir da. Nicht, müssen wir da nicht rangieren, ne? Naja gut, das Ganze muss ja halt gut dargestellt werden. Aber ich weiß nicht, was hier so
performance-lastig ist, ne? Extrem gutes 4K, ne? Okay, das ist. Ja, gut. So. Jetzt fahren wir runter. Das war ganz sachte. Er will immer wieder in die Spur gehen. Von. Ah, übersehen. Gibt's doch gar nicht. Und das geahnt hätte ich noch weiterfahren können. So, erstmal die Ding ausmachen. Und. Ja, liebe Zuschauer, das soll es auch schon heute gewesen sein. Mehr oder weniger. Zum Fellkauf. Hole ich da wieder ab. Und dann mal sehen, ob wir mit diesem Dünger und Sarko ausreichend haben. Zum Not haben wir ein bisschen Dünger noch im Hof. Aufgrund eines Missgeschicks ein bisschen was vertauscht. Oder beziehungsweise nicht gewusst oder nicht richtig geguckt. War eher beides. Ging ja davon aus, dass zum Beispiel man sollte rückwärts fahren, die Maschine hochmachen, ne? Dass zum Beispiel die Gerätschaften eigentlich zusammen sind. Ob das so im Realen auch so ist, ja, gut, weiß ich nicht. Ich gehe mal von aus, weil sie das da im Prinzip sagen, sie arbeiten mit Institut zusammen. Zuschauer. So, schönen Dank fürs Reinschauen. Sag mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen. Ja, morgen geht es hier weiter. Hier bei Cattle Cops. Ja, leider mit der Aussaat im nächsten Feld. Und. Oder wir werden mal düngen. Tschüss, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, hier geht aus.